Moin, herzlich willkommen, liebe Wargaming-Freunde, bei JD's Wargaming World und meinem Paint-Vlog der Woche. Nachdem ich letzte Woche feiern durfte, zwei Armeen fertigzustellen, kommen jetzt natürlich neue Armeen nach, neue Völker, neue Farbschemen. Ich habe mich super drauf gefreut. Das ist wirklich einfach immer so, das Neue zu starten ist großartig, das Alte abzuschließen ist toll, das Neue großartig. Das in der Mitte zwischen den Armeen, wenn das Ende noch sehr weit entfernt ist, aber der Anfang schon ein bisschen weiter weg ist, das ist so ein bisschen, da muss man sich durchkämpfen. Aber ja, jetzt sind wir hier am Neuen, da bin ich motiviert. Ich habe erstmal noch weiter zusammengeklebt, und zwar zwei Regimente Chaoskrieger hier. Da hatte ich ja schon mal die Barbaren gezeigt. Jetzt haben wir hier noch Chaoskrieger, 24 Stück mit Schild und Handwaffe. Die sind von Mom Miniatures, ein alternativer Hersteller aus Spanien. Da sind es eigentlich die Barbaren, die finde ich aber so gut gerüstet, gerade auch mit den schweren Schilden, dass die bei mir als Chaoskrieger in die Schlacht laufen. Den Bannerträger und den Musiker habe ich selbst zusammengebastelt. Der Musiker hat einfach ein Horn, der Bannerträger so schön ein Banner, was er in die Luft streckt. Das fand ich auch mal cool von der Pose, mal was anderes. Und dann habt ihr hier noch einen weiteren Bannerträger, und zwar ist das von Mears Miniatures, ein UK-Hersteller, der Bannerträger von Balor heißt das da. Also insofern, das ist ein erhabener Held, den ich mit Armee-Standarte spiele. Und ja, das ist ein ganz schönes Regiment. 24 Krieger, also 5x5 aufgestellt mit dem Held zusammen. Das wird auch einiges in der Schlacht aushalten, hat aber trotzdem gut Attacken durch die Chaoskrieger und auch den erhabenen Held natürlich. Also insofern, schöner, kompakter Block. Da kann viel passieren. Ja, und das andere ist ein etwas kleineres Regiment, dafür nicht weniger schlagfertig. Diese schöne Truppe hier spiele ich als Auserwählte. Auserwählte sind jetzt so die Ultra, immer mega Chaoskrieger. Die spiele ich in dem Fall mit zwei Handwaffen, einfach weil die meisten haben zwei Handwaffen. Ein paar haben natürlich auch zwei einzelne Waffen hier, auch die Championess, die ich so spiele. Bannerträger haben wir auch, Musiker. Aber insgesamt überwiegt dann doch die Zweihandwaffen, beziehungsweise auch die Einhandwaffen sind so riesig, die gelten als Zweihandwaffen. Ja. Das sind natürlich auch alternative Modelle, wie man schon sieht. Die Original-Auserwählten, das ist so krass. Wenn ihr die sucht und kaufen wollt, das ist ultimativ teuer. Die gibt es nämlich nur aus Resin oder Metall und die sind zwar hübsch, da habe ich auch ein kleines Set von in meiner Kornarmee, aber mittlerweile echt ultimativ teuer. Dafür gibt es alle möglichen neuen Chaoskrieger. Also Auserwählte kann man sich gut zusammenstellen, kann man auch aus Original Games Workshop Figuren machen, aber die Figuren fand ich auch einfach so schön. Jetzt hab ich sie schon grundiert, da sieht man sie nicht so schön, aber ich habe den Karton mal mitgenommen. Und zwar sind das von Raging Heroes die Furions der Blood Tribes. Ja, bei Raging Heroes sind ja alles, fast alles weibliche Helden. In dem Fall auch, aber die sehen einfach mega cool aus. So ein bisschen Mad Max meets Warhammer. Ja. Also Raging Heroes, sehr cooler Hersteller aus Frankreich. Sehr ausgefallene Designs, muss man auch mögen. Aber ich finde die hier gerade sehr passend, gerade als Auserwählte. Und ja, dafür werden sie Schlacht ziehen. Grundiert sind sie jetzt schon. Jetzt können sie in den nächsten Wochen auch noch gemalt werden. Teil der neuen Armeen, auf die ich mich freue, hatte ich ja schon gesagt. Das wird super. Chaoskrieger habe ich auch schon länger nicht mehr gemalt. Chaoskrieger habe ich wirklich länger nicht mehr gemalt. Und es wird super cool. Aber wir haben heute anders gestartet. Und zwar haben wir in Athloran gestartet mit Waldelfen. Da habe ich zwei Regimente gleich schon gemalt. Ja, das hat ganz gut gepasst. Das eine sind Waldelfenkrieger, die sind so medium aufwendig, würde ich sagen. Das andere sind Dryaden, die sind eher sehr schnell bemalt, weil die haben ja auch nicht viel Kleidung. Das, was lange dauert, sind immer feine Kleidung, feine Details, Schmuck, Lederbänder, also diese ganzen Mini-Details, die im Gesamtbild ja dann natürlich schon auffallen, aber ist gar nicht so auffallen, dass sie so viel Arbeit waren. Aber ja, braucht dann trotzdem seine Zeit, aber das haben alles Dryaden nicht, weil sie weder Klamotten noch sonst irgendwas haben, weil es wandelnde Bäume sind. Ich habe hier 15 Stück mit einem Champion, der Branchwith, die hier in der Mitte ein bisschen aufwendiger einfach ist. Größere Äste, die sie rumschwingt. Habe ich ihr nach hinten noch ein bisschen was draufgeklebt, inklusive so einem Gnom und so einem Stein. Das hat auch die. Ja, die Bemalung war eigentlich relativ einfach. Ich wollte mal ein bisschen rotere vom Holz Dryaden machen. Ich habe schon andere Dryaden, die sind dunkel und teilweise sehr blass vom Holz. Ich habe die mit einer Sprühfarbe schon grundiert, mit dem
Ist Mournfang Brown? Ich glaube, es ist Mournfang Brown. Ich glaube, es heißt Mournfang Brown. Ja. Ich hole mal kurz aus dem Regal. Es heißt Mournfang Brown. Ja, gut gemerkt. Also das habe ich jedenfalls auch als Sprühfarbe. Das ist für Baumenschen natürlich super geeignet, die erstmal braun zu grundieren. Ansonsten bin ich aber meisten Figuren, dass ich einfach sage, schwarz oder weiß. Den Rest bemale ich schon, manchmal noch schwarz mit einem leichten weißen Schatten, wenn ich eigentlich was Dunkles haben will, aber so ein bisschen mit Contrastfarben arbeiten will. Aber eigentlich war es das schon. Aber bei Baumenschen lohnt es einfach, braun zu grundieren, weil selbst wenn man dann irgendwas mal farblich mit dem Pinsel nicht perfekt erwischt, dann ist es auf jeden Fall braun. Das ist bei einem Baumenschen schon mal nicht falsch. Und Mournfang Brown ist ein sehr Basisbraun, was man gut verwenden kann. Das kann man sowohl ins Rötlichere malen, als auch ins Kältere. In dem Fall habe ich es rötlicher versucht, indem ich zum einen da nochmal im Contrast drüber gegangen bin, dem Gore Grunter Fur. Das ist ein sehr rot-braun Ton. Zum anderen dann auch bei der Trockenbürsten, sowohl mit dem rötlichen Vermilion Hide und dann nur für die Highlights mit Sylvanet Bark. Dadurch habe ich so ein bisschen so einen rötlichen Stich von denen. Das finde ich ganz schön. Ansonsten, also ehrlicherweise, das war es schon fast. Ich habe an den Beinen noch ein bisschen mit Wildwood gearbeitet. Das ist ein bisschen dunkler, damit es einfach noch ein bisschen mehr Farbstruktur bekommt, die ganzen Dryaden. Dann natürlich die Blätter bemalt. Die habe ich erst mit O-Grün Camo vorbemalt und dann mit dem Dark Angels Green, also einem schönen dunklen Grün, bemalt. Dann die Gesichter, wie ihr seht, habe ich mit Weiß vorbemalt. Also die Gesichter, die Münder und die Augen und dann mit einem blauen Glaze sozusagen hervorgehoben. Mal etwas gegen Grün. Ne? Grün wäre das Klassische gewesen, habe ich gedacht. Ich will hier wirklich mal was anderes machen. Habe ich blau gemacht, fand ich auch schön. Ja, dann Details gemalt, wie den Skelett, diesen Gnom, einfach mit verschiedenen Farben, Steine. Aber das war es dann schon fast. Da habe ich noch den Boden mit Castellan Green gemacht. Und ja, dann hat sich der Wald schon erhoben und kann jetzt in die Schlacht ziehen. Und ich kann mein erstes Regiment der neuen Armee Batches vermelden, das fertig ist, und zwar 15 Dryaden mit Champion. Ja, das sind, was ich interessant finde, Dryaden sind auf großen Basen. Also man sieht es hier auch schön, das andere ist auch ein 15er Regiment, zwei 15er Regimente habe ich jetzt hier, aber einmal mit großen Basen, einmal mit kleinen Basen, und das macht dann schon einen deutlichen Unterschied auf dem Schlachtfeld aus, wie groß das ist. Ja, also jedenfalls, das ist das Dryadenregiment. Jetzt haben wir hier noch das Waldelfenregiment. Nehmen erstmal die Heldin raus. So, kriegt die noch raus. Geht raus, ja. Sehr schön. Ja, Waldelfenkrieger, etwas sehr klassisches, Bogenschützen. Im Nahkampf nicht besonders tauglich, aber mit magischen Pfeilen ausgestattet. Extrem hartnäckig im Fernkampf. Habe ich hier zum einen eine sehr dominierende Grünfarbe, und zwar ist das Death World Forest. Bei mir ist es so, Waldelfenarmeen haben immer einen Hauptgrünton. Also im Prinzip, Grün passt bei Waldelfen immer, und ich würde jetzt auch eine Waldelfenarmee irgendwie nicht, keine Ahnung, weiß, blau, rot malen. Das passt einfach nicht. Also irgendwas Grünes muss rein. Das macht es natürlich im Armee-Farbschema schwieriger, weil ich male ja normalerweise meine Armeen in verschiedenen Farbschemen, dass man die auch immer sehr schön erkennen kann, auch in der Vitrine. Also ich meine, ah, das gehört dazu, das gehört dazu. An den Basen erkennt man es natürlich auch, die ich auch immer gleich male pro Armee, aber Farbschema macht auch schon was aus. Und bei den meisten Armeen funktioniert das sehr gut, dann mit verschiedenen Farben zu spielen. Also gerade Hochelfen, Dunkelelfen, Imperium, gar kein Problem. Ne? Also eine Hauptfarbe, da kann man dann auch in den Tönen variieren, muss man nicht immer den gleichen, zum Beispiel jetzt Grünton nehmen. Weil man erkennt einfach, dass zusammengehört. Waldelfen immer grün. So, das heißt, ich habe jetzt sozusagen hier beim Waldelfenarmeen ein bisschen mir überlegt, wie mache ich mein Farbschema. Zum einen habe ich immer einen Hauptgrünton, jetzt in dem Fall das Death World Forest, was ich auch sehr viel verwenden will. Also hier in dem Fall habe ich es für die gesamten Umhänge verwendet. Ich habe es hier noch vorne verwendet, auf den sozusagen Klamotten und auch an dem Banner als die zwei Hauptwimpel, das hat ja nicht so viel Banner, habe ich das Death World Forest verwendet, dann mit Athonian Camo Shade die Schattierung gemacht. Und dann habe ich immer bei jeder Waldelfenarmee eine zweite Farbe und in dem Fall ist diese Farbe grau. Ja, also man sieht hier verschiedene Grau-Batches, da habe ich etwas helleres Grau, das Storm Vermin Fur, da habe ich Corvus Black, was fast ins Schwarz geht, oder eigentlich ist es schwarz, aber ich fand es dann auch passend. Und Ashing Grey habe ich noch verwendet, was man hier zum Beispiel auch an dem Banner sieht. Dieser Wimpel hier, der zweite, der hier runterhängt, ist Ashing Grey, ein schönes Dunkelgrau, ich mag Ashing Grey. Ashing Grey ist wirklich eins meiner Lieblingsgraus. Ja, hier nochmal
zeigen. Ashen Grey. Ich mag das. Also es ist wirklich ein tolles Grau. Es lässt sich auch super verarbeiten, deckt schön. Ja, toll. Also jedenfalls hier 14 Waldelfenkrieger, wo ich eben den am Körper, sieht man hier sehr schön, die verschiedenen graue Badges gemacht habe, dann mit verschiedensten Lederfarben, also 4 Ledertöne insgesamt habe ich gearbeitet, hier diese gesamten Brauntöne, grün natürlich Deathwild Forest, sehr, relativ heller Hautton aus verschiedenen Farben und ja, dann eigentlich noch die Details, die Pfeilspitzen habe ich auch grau gemacht mit dem Administratum Grey und dann bin ich mit Basilicanum, also einem Contrast, nochmal drüber gegangen. Dadurch habe ich hier sehr schön strukturierte Pfeilspitzen hinten drin, dunkle Bögen, Dryad Bark mit nur einzelnen helleren Highlights, mit Gotha Brown. Das Banner habe ich oben mit einem ganz hellen Braunton, das so abgeschliffen aussieht, das ist Baneblade Brown. Ansonsten auch hier wieder die entsprechenden Verzierungen. Ich habe hier einen Standartenträger und eine Musikerin. Den habe ich noch einfach ein Horn dran geklebt. Das habe ich mit Screaming Skull, also einem hellen Knochenton gemacht. Und dann mit Coelia Green Shade noch so ein bisschen grünen Klang gegeben. Fand ich ganz cool. Also insofern Waldelfenkrieger. Ich hatte ja vorhin gesagt, die sind eigentlich nicht für den Nahkampf geeignet. Deswegen ist eigentlich diese Bannerträger 10 verschwendete Punkte. Aber zum einen hatte ich irgendwie die Figur noch. Zum anderen habe ich der eine strahlende Flagge gegeben. Das ist ein 5-Punkte-Banner, magisches Banner, was sehr praktisch ist, weil das kann einmal einen Wegrennwurf, einen Panikwurf wiederholen. Und gerade wenn da irgendwie, keine Ahnung, mal ein paar zu viele Waldelfen gekillt werden, auch von einem Fernkampfangriff, die dann wegrennen, das wäre sehr ungünstig. Also das kann einem wirklich den Allerwertesten retten in der Schlacht. Insofern, ja, eine schöne Investition mit Punkten. Ja, das ist auf jeden Fall das zweite Regiment meiner neuen Armee. 14 Waldelfenkrieger, Standartenträger und Musiker. Und in der Mitte haben wir natürlich noch eine Heldin, die habt ihr schon vorhin kurz gesehen. Jetzt zeige ich sie euch nochmal. Das ist die klassische Games Workshop Zaubersängerin oder Weberin, je nachdem wie man sie spielen will. Kann man aus meiner Sicht beides machen, entweder Level 2, also Level 1/2 oder Level 3 bzw. 4 Zauberer. Ich spiele sie jetzt als Zaubersängerin. Das ist eigentlich das kleinere Magie, also ein Held als Magier. Ich nehme dann aber die Punkteaufwertung. Also bei mir ist es ein Level 2 Zauberer. Macht sich sehr schön in den Waldelfenkriegern. Auch hier seht ihr wieder Deathworld Forest. Dann die schön grün gemalt, diese Ranken. Hier vorne grau, ein helleres Grau. Administratum habe ich hier genommen. Dann den Ashen Grey hier für den Rock. Hier oben habe ich mit Corvus Black wieder die Schultern gemacht. Also sehr ähnliches Farbschema. Blonde Haare habe ich mit Screaming Skull vorbemalt. Dann mit dem Nastrak Yellow, ein schöner Kontrastton für Haare. Und dann noch trocken gebürstet mit dem Helios Pale Sun. Ja, dann einfach noch ein paar Verzierungen. Dann war auch die Figur eigentlich schon fertig. Also eine relativ einfache Sache, die aber trotzdem einfach sehr cool wirkt, sehr hübsch. Klassische Bemalung, würde ich fast sagen. Kann man auf jeden Fall machen. Tut sich auch schön stark in dem Regiment hervor. Steht da schön geschützt zwischen den Waldelfenkriegern und kann da ihre Zauber singen. Offensichtlich ist sie eine Zaubersängerin. Auch die kommt zur Armee. Erste Heldin dieser Armee ist fertig. Das war doch schon für die erste Woche der neuen Armee ein wirklich cooler Fortschritt. Und wie gesagt, es ist auch einfach so ein bisschen diese Energie, neue Figuren, neue Armeen zu malen. Und die werde ich dann hoffentlich auch in die nächste Woche tragen. Da geht es dann mit Chaoskriegern weiter. Und ja, schauen wir mal, was uns die Chaosgötter so bringen. Ich hoffe, ihr habt noch eine schöne Woche. Viel Spaß bei eurem Hobby und schaltet euch das nächste Mal wieder ein. Lasst gerne ein Like da und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer JD.